Wie viel Kleidung braucht der Mensch? Guten Morgen! Nachdem ich langsam aus meiner Wohnung jeden unnötigen Ballast verkaufe und mir damit sowohl geistige als auch räumliche Freiheit schaffe, habe ich vor 2 Wochen angefangen, ein Experiment zu starten. Ich habe ein Fach in meinem Kleiderschrank komplett leergeräumt und da nur 3 Oberteile, eine lange und eine kurze Hose und 7 Paar Socken und 7 Schlüpfer hineingetan. Und dieses Videoshirt, das muss ich sagen, das hängt bei mir aber über meiner Kamera. Das ist außer Konkurrenz. Ne? Weiterhin bin ich die ganze Zeit überlegen, ob ich die Waschmaschine wirklich brauche. Erstens kostet sie Strom, zweitens kostet sie Platz, drittens ist sie recht alt und die Gefahr durchaus gegeben, dass ja, sie irgendwann mal ausläuft. Und viertens, wenn ich mich auf Handwäsche eingestellt habe, bin ich auch auf Reisen oder in anderen Wohnungen viel flexibler und kann unkompliziert wohnen. Einmal alle 4-5 Tage wasche ich dann per Handwäsche meine beiden Oberteile, die ich übereinander getragen habe, jetzt im Winter, oder ein Oberteil im Sommer, und die Socken und die Unterwäsche, die ich die 5 Tage oder die 4 Tage getragen habe. In der Trockenzeit, also wo die Sachen trocknen, trage ich das 3. Oberteil und die 2 Tage, die es trocknen dauert, Socken und Unterwäsche, die dann eben noch da ist. Irgendwann, wenn ich die Hose wasche, was so alle 1-2 Monate angepeilt ist, werde ich 1-2 Tage nicht rausgehen und trage derweil die kurze Hose. So. Die 3 Oberteile sind so konzipiert, dass ich damit in jeder Jahreszeit ausreichend versorgt bin. Also ich kann alle 3 Oberteile übereinander ziehen, ich kann 2 übereinander ziehen und ich kann auch nur 1 anziehen. Diese Oberteile bestehen aus Leinen und ungekämmter Baumwolle und sind extrem angenehm zu tragen und ganz ganz schlicht gehalten. Eventuell hat der ein oder andere ja diese Tunikas, wie man diese Kleidung korrekt bezeichnet, in dem Rohkost Potluck Video schon gesehen. Findet ihr oben in den Infokarten. Nun, nach 14 Tagen bin ich extrem zufrieden mit dem Ablauf des Experiments. Aufgrund der natürlichen Stoffe ist es überhaupt kein Problem, die Oberteile 4-5 Tage am Stück zu tragen, ohne dass ein Schweißgeruch entsteht. Bisher habe ich das bei jedem T-Shirt nach spätestens 2 Tagen feststellen können oder müssen. Ich habe Euch mal eines der Oberteile, die ich trage, unten verlinkt. Das ist das, was ganz unten ist. Und so langsam dämmert es auch bei der Kleidung bei mir. Warum habe ich eigentlich einen ganzen Schrank voll Sachen? Um mich auszudrücken. Ja, vor wem denn? Vor anderen. Nichts anderes macht man. Man fährt eine Fassade vor anderen hoch, um sich auszudrücken. Damit geht dann ganz häufig auch eine Abgrenzung einher. Ich bin anders als ihr und mit der Kleidung möchte man diese Abgrenzung unterstützen. Oder natürlich auch eine Eitelkeit. Man möchte schön sein. Aber beides ist nicht der Wunsch, sich auszudrücken. Das ist ein einfacher sich selbst belügen. Beides ist die Suche nach Anerkennung. Einfach nur nach Anerkennung von außen. Weil man sich selber nicht genug ist. Weil man selber Defizite hat, sich ausreichend anzuerkennen. Weil man die Bestätigung von außen braucht. Da habe ich mich bewusst auch für eine Kleidung entschieden, die keinen Markennamen trägt oder die nicht irgendwie total fancy oder irgendwie modisch ist, sondern eine ganz einfache, zweckmäßige Kleidung, wie die Menschen sie schon vor 1000 Jahren getragen haben. Ohne Schnickschnack, ohne Schüschü. Natürlich fällt diese Kleidung im heutigen Zeitalter der Modebewusstheit auch wieder irgendwo auf. Aber das ist genau der kleine, aber feine Unterschied, der oftmals auch ausschlaggebend ist. Die Abgrenzung aufgrund der Andersartigkeit dieser extrem einfachen Kleidung ist nicht der Grund, warum ich sie trage, sondern ist einfach nur die Folge. Wenn man sich auf so wenig Kleidungsstücke beschränkt, wie ich das tue, dann müssen diese eben extrem praktisch sein und neutral. Ich werde das jetzt bis Ende Januar nächsten Jahres dann noch fortführen und wenn ich mich dann eingegruft habe auf diese Kleidungsstücke, werde ich den Rest meiner Kleidung in den Keller tun und nach einem Jahr, also sozusagen jetzt in einem Jahr, nachdem ich alle Jahreszeiten sozusagen durchlebt habe, diese aus dem Keller spenden. Und allerdings nicht in die Kleiderspende, das wisst ihr, da habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht, warum eure Kleider, die ihr in die Kleiderspende tut, im Endeffekt ja, mehr oder weniger Leid verursachen, sondern wirklich spenden. Das heißt bei Facebook oder direkt in solchen ja, Sozialkaufhäusern. Ausnahme wird eben bis auf die erwähnte Kleidung eben mein Video-T-Shirt sein, was ich hier noch anhabe, mein Hannah-Gedächtnis-T-Shirt, wer weiß wann Hannah wiederkommt, ob sie jemals wiederkommt, deswegen ja, werde ich das auf jeden Fall noch behalten und auch ein Anzug, den ich noch habe. Denn ja, wenn ich aufgrund
von der gesellschaftlichen Gepflogenheiten mich anpasse, um zum Beispiel jemandem einen Gefallen zu tun, weil er gerade Hochzeit hat und er wünscht sich, dass ich halt nicht in dem Sack ankomme, sondern ich gerne einen Anzug trage und ich möchte das für ihn tun, dann mache ich das, dann stehe ich auch drüber. Ich bin da nicht so dogmatisch, dass ich sage, ich muss jetzt und so weiter. Das ist ja genau das, dass ich dann auch ja allen zeige, dass ich anders bin. Nein, für diesen Zweck werde ich einen Anzug noch bei mir lassen. In ein Jahr ist für mich ja auch je nach finanzieller Lage auch der erste Punkt, wo ich eventuell ernsthaft überlege, meine Wohnung zu kündigen und flexibel durch Deutschland und eventuell auch durch die Welt laufen kann. An dieser Stelle dann auch schon einmal der Hinweis, dass ich mir ein Netz aus Menschen aufbaue, bei denen ich schlafen kann. Wenn ihr auch die Möglichkeit habt und den Wunsch, mich bei euch schlafen zu lassen, dann schickt mir bitte eine Nachricht bei Facebook und aus welcher Stadt ihr seid. Weil ich baue mir zurzeit wirklich so ganz oldschool so eine Karte auf, um möglichst ein komplettes Netz in Deutschland zu generieren, wo Menschen sind, bei denen ich schlafen kann. Und idealerweise kann ich von Mensch zu Mensch laufen und quasi durch ganz Deutschland laufen und immer eine Schlafgelegenheit habe. Das ist zumindest so ein Traum von mir, was toll wäre, weil ich halt total viele Menschen dabei kennenlerne und unterwegs bin, Erfahrungen sammle, aber wie gesagt, Zukunftsmusik. Aber dafür ist es eben gut, wenn man minimalisiert, wenn man eben nicht mehr, wenn man keine Waschmaschine hat, die man irgendwo unterstellen muss oder so weiter, sondern wenn man dann halt wirklich auf seinen Koffer oder auf seinen Rucksack da beschränkt ist. Ansonsten, Mission Vegan 5, die größte kanalübergreifende vegane Rezeptesammlung auf YouTube, ist wieder ein Level höher gekraxelt. Wir sind auf Level 37 angekommen. Die Vivi Kunderbund hat aus den vorgegebenen Zutaten innerhalb der Spielregeln Räucherkartoffeln mit Möhrensalat gemacht. Ihren Kanal findet ihr hier oben in den Infokarten und auch unten in der Infobox. Schaut da einfach mal rein, das ist wirklich eine nette, junge, sympathische Dame. Also Minimalismus im Kleiderschrank. Bis hierher meine Empfehlung. Auf jeden Fall das auch für euch mal auszuprobieren, mal wirklich in einem Fach Sachen zu sammeln, die ihr nur nutzt und sonst nichts, und schauen, wie weit ihr damit kommt. Was haltet ihr davon? Was wäre eure Auswahl? Was würdet ihr für das ganze Jahr sozusagen, was wäre in diesem einen Fach bei euch drin? Ich bin da sehr gespannt auf eure Kommentare. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.